auch was zu fressen. Komm, wir können ja mal nachspielen. Vielleicht kommt ja irgendwo was. Nee. Ja, Dani Elber ist hier heute, unsere Society-Expertin für Promis. Auch für Promis, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Da bist du großzügig. Ich bin sehr großzügig. Wie Evi. Evelyn Bodecki, die süße Maus. Also ich mag sie unheimlich gerne. Und die hat jetzt ein Interview gegeben und erzählt, dass sie sich Spartipps bei Dieter Bohlen, ich fange jetzt auch an hier zu stottern, bei Dieter Bohlen geholt hat oder vielmehr in seiner Biografie, die sie irgendwie monatelang mit sich rumgeschleppt hat. Und Dieter Bohlen ist ja relativ bekannt dafür, dass er wohl einen Igel rechts und links in den Hosentaschen stecken hat und nicht so gerne Geld ausgibt. Ja, ja. Also okay. Da holst du sich wahrscheinlich Tipps vom Richtigen. Ne? Ja gut, ja, da wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen, aber gut, man weiß ja nie. Also sofort kommt man auch nicht drauf, dass das Brad Pitt ist. Was ist denn das für ein Foto von ihm? Also, ja. Oder? Seltsam. Auch die Frise, irgendwie trägt er das jetzt so? Ich weiß das gar nicht. Ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand. Oder ist es älter? Das ist, glaube ich, älter. Also der neueste Stand ist aber auf jeden Fall, dass er ja den Sorgerechtsprozess gewonnen hat. Dementsprechend hat er jetzt das gemeinsame Sorgerecht für die 6 Kinder mit Angelina Jolie. Und ist darüber super, super, super happy. Und meint, dass er das vor allen Dingen nicht etwa seiner Anwältin zu verdanken hat, sondern seiner Therapeutin. Der ist ja seit einem Jahr, glaube ich, in Therapie. Und er meint, das ist vor Gericht sehr gut angekommen. Und ich denke mal auch, dass das mit ein Grund sein könnte. Also alles happy. Oh, hoffentlich können wir da einen Haken drunter machen. Unter diesem, oder dieses Hin und Her, das war ja fürchterlich. Boah, ja, wir wollten auch einen Haken drunter machen unter die Hochzeit von Dakota Johnson und Chris Martin. Die hatten ja bekannt gegeben, dass sie irgendwie heiraten wollten. Wohlgemerkt, weil jetzt sieht es irgendwie nicht mehr so aus. Da ist gar keine Rede mehr von. Und die US-Presse munkelt, dass es an der Mutter von Dakota Johnson liegt. Nämlich, die hat wohl ihrer Tochter ins Ohr geflüstert: Lass mal sein mit der Ehe, man kann das auch ganz gut so ohne Trauschein. Also bei den Griffiths und Don Johnson waren ja auch irgendwie immer so ein On-Off-Paar, also die Eltern von Dakota. Hm. Und ja, vielleicht nimmt sie sich ein Beispiel dran, man weiß es nicht genau. Also ich drücke da immer noch die Däumchen, dass wir da irgendwie doch vielleicht noch mal eine Hochzeit machen. Macht doch so schöne Musik. Ja, Coldplay war doch so. Auch das, genau. So, da sehen wir Salma Hayek und Carrie Fisher, mein Gott. Carrie Fisher bekommt einen Stern auf dem Walk of Fame posthum. Und Salma Hayek jetzt auch endlich. Also nächstes Jahr gibt es 38 neue Sterne in Hollywood. Mhm. Und ja, sie wird sich schon sehr, sehr freuen drüber. Und ich dachte, ja, die hätte schon längst einen. Ne? Aber gut, nächstes Jahr bekommt sie einen. Wie gesagt, insgesamt 38 neue Sterne gibt es. Herzlichen Glückwunsch. Na, das ist Alain Delon, 85 Jahre alt, und der hatte ja vor 2 Jahren einen Schlaganfall und sagt jetzt aber, er ist wieder so fit, dass er noch mal unbedingt einen Film drehen möchte. Ja, also er hat jetzt noch nicht ein konkretes Angebot, aber er wohl Drehbücher auf dem Tisch liegen und hat so das eine oder andere schon gelesen und möchte aber auf jeden Fall diesmal mit einer Regisseurin arbeiten. Oh, das finde ich ja cool. Yeah. Oh, auf den letzten Drücker. Also, Uma Thurman. Spannend. Uma Thurman hat einen, Thurman hat einen neuen, und zwar Justin Smith. Nicht weniger kompliziert. Aber geil, weil die heiraten ja Doppelname, ne? Ja, oh Gott. Da muss ich aber hier so einen Spuckschutz irgendwie aufbauen. Gerade in diesen Zeiten vielleicht besser. Also, sie hat einen neuen. Und zwar ist der Geschäftsführer bei Bloomberg Media. Das ist so eine riesen Mediagesellschaft und eine riesen Firma. Und die hat das rausgekommen, ist es, weil die beiden zusammen jetzt irgendwie auf einer Party gesichtet worden sind. Und zwar hat darüber tatsächlich die New York Times berichtet mit einem Nebensatz. Eigentlich ging es darum, man kann wieder feiern, die Gesellschaft zeigt sich wieder, und so ein Nebensatz. Und Uma Thurman erschien mit Justin Smith ganz klein, und die Klatschpresse so, ja, juhu, juhu, wir haben ein neues Traumpaar. Über was man sich so freuen kann. Ja, so sind wir. Richtig. Jetzt freuen wir uns über Chris.